Ja, moin moin liebe Leute, hier ist Dietmar von tariftipp.de und heute mal kein Smartphone-Test, sondern heute schauen wir uns mal ein Gadget an und zwar ein Fitness-Tracker. Ich habe bekommen von Honor das Band 5 oder Band 5. Ja, ein Fitness-Tracker, der mittlerweile nur noch 30 Euro kostet, also sensationell günstig. Es gibt dieses Gerät in drei Farben und zwar in Schwarz, Blau und in Pink. Und wir haben hier zum Test die schwarze Version bekommen. Wir wollen mal schauen, was sich denn hier so im Lieferumfang befindet, des Honor Band 5. Da haben wir natürlich zum einen den Fitness-Tracker selbst. Und ja, dann haben wir hier nur noch ein USB-Kabel vom Typ B, Micro-USB. Der passt dann hier rein in diesen Ladeclip und damit könnt ihr dann das Smartphone aufladen. Kann ich ja mal zeigen, wie das vonstatten geht. Der kommt hier rein und dann seht ihr hier die beiden Ladepins und hier auf der Rückseite des Fitness-Trackers finden sich die entsprechenden Kontakte. So, da kann man es glaube ich sehen. Und ja, dann wird es hier einfach nur so rangeklippt. Ne? Wie rum geht das so? Ne, natürlich genau falsch. Na, so. Und jetzt könnt ihr hier diesen Pinöpel hier, diesen USB-Stecker an euer Handy-Ladegerät anstecken und dann wird das Gerät geladen. Das Ladeadapter und Stromadapter selbst ist nicht dabei, müsst ihr das von eurem Handy nehmen. Und dann haben wir hier noch Garantiehinweise und auch ein Quick Start Guide. Und ja, das war es dann auch schon mit dem Lieferumfang des Honor Band 5. Das packen wir jetzt mal alles schön hier beiseite und dann wollen wir uns mal das Gerät selbst ein bisschen genauer anschauen. Ja, das Honor Band 5, wie gesagt, kostet nur 30 Euro. Das finde ich wirklich sensationell günstig, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie das bei anderen Fitness-Trackern aussieht. Ich weiß noch, ich hatte mal vor 2-3 Jahren von Samsung ähnliche Geräte, die Gear Fits, die haben damals noch 100 bis 150 Euro gekostet. Also 30 Euro erscheint mir hier sehr, sehr günstig. Dieses Honor Band 5 ist kompatibel mit allen Android-Smartphones ab Android 4.4 und auch mit iPhones könnt ihr dieses Honor Band 5 nutzen und zwar ab iOS 9.0. Ja, das Ganze ist natürlich aus Kunststoff hier, das Gehäuse wiegt deshalb auch nur 23 Gramm, ist also sehr, sehr leicht und dieses Armband hier ist aus Silikon und wie ihr sehen könnt, ist es wirklich sehr lang. Ich werde es jetzt mal hier bei mir anlegen. Ich habe relativ schmale Arme. Passt aber sehr gut, aber wie ihr sehen könnt, ist das tatsächlich so groß, das Armband, dass es tatsächlich auch bei Leuten mit noch schmaleren, noch dünneren oder auch dickeren Armen wunderbar passen sollte. Das ist also doch sehr, sehr gut gemacht. Ja, so ein Fitness-Tracker im Vergleich zu einer Smartwatch ist natürlich sehr, sehr schmal. Ich habe hier mal die Honor Watch GT daneben gehalten, da könnt ihr schon sehen, die Dimension hier, das ist wirklich ja, sehr zurückhaltend. Ich weiß nicht, der eine oder andere würde vielleicht auch sagen, so ein bisschen weiblich vielleicht. Ist also sehr, ja, sehr leicht, trägt sich gut, man merkt es eigentlich gar nicht und wiegt, wie gesagt, nur schlanke 23 Gramm. Ja, das Honor Band 5 ist wasserdicht bis 5 Meter ATM5 geschützt. Ich habe es auch mal ausprobiert unter der Dusche und in der Badewanne, also das, da gab es keine Probleme. Könnt ihr also auch mit Schwimmen gehen, es gibt auch hier ein entsprechendes Fitnessprogramm zum Thema Schwimmen. Könnt ihr also eure Kraulübungen aufzeichnen, wenn ihr denn wollt. Und ja, im Gegensatz zum Vorgänger, zum Honor Band 4, gibt es hier, finde ich, optisch kaum Unterschiede. Der größte Unterschied in der Benutzung ist, dass ihr hier jetzt ein Sauerstoffgehalt messen könnt. Das schauen wir uns auch gleich mal an. Ja, zur Technik. Wir haben hier ein, ich werde das mal ein bisschen näher ranzoomen hier an das Gerät. Wir haben hier ein AMOLED-Display mit einer Auflösung von 240 x 120 Pixeln. Dieses AMOLED-Display ist 0,95 Zoll groß. Ein Farbdisplay, die Diagonale beträgt etwa 2,5 cm. Ist also relativ schmal, aber trotzdem muss ich sagen, ich habe es jetzt eine Woche benutzt ungefähr. Ich habe da eigentlich nie Probleme gehabt, weder mit der Ablesbarkeit noch mit sonst irgendwelchen Geschichten. Also es ist eigentlich groß genug und wie ihr sehen könnt, ist die Farbdarstellung hier, finde ich, auch sehr gelungen. Also das ist schön kräftig, die Farbdarstellung und ja, da habe ich wirklich nichts vermisst. Eigentlich ganz gut. Der Akku hier ist natürlich fest verbaut, logischerweise. Hier seht ihr auch den Pulsmesser und der Akku hat eine Kapazität von 100 mAh, hält
14 Tage im Standby und laut Honor etwa eine Woche im Betrieb. Ich habe es jetzt tatsächlich eine Woche genutzt. Ich musste es einmal aufladen. Ich habe allerdings auch ziemlich viel gemacht damit. Insofern halte ich diese 6-7 Tage doch schon für sehr realistisch. Das ist doch sehr angenehm, dass dieser Fitness-Tracker nicht jeden Abend aufgeladen werden muss. Aber einmal in der Woche muss er schon mal ans Ladegerät. Es gibt hier einen 6-Achsen-Sensor, der ist hier verbaut, der die Schritte und alle Bewegungen aufzeichnet. Und es gibt auch einen Vibrationsmotor, wie bei Fitness-Trackern üblich. Denn wenn ihr zum Beispiel eine eingehende Nachricht bekommt, dann vibriert das Smartphone halt so ein bisschen, dann wisst ihr gleich, was Trumpf ist. Ja, verbunden wird der Fitness-Tracker mit eurem Smartphone über die Huawei Health App. Das können wir ja mal machen. Das hier ist die App. Und hier oben könnt ihr jetzt sagen, ihr wollt ein Gerät hinzufügen. Ich wähle jetzt mal aus Smartband. Und dann findet ihr hier unterschiedliche Smartbands, Honor Band 4 und 5. Hier wird das Gerät gekoppelt. Und dann wollen wir mal schauen, ob das funktioniert. So, koppeln. Schauen wir mal, was hier passiert. Hier sagt er fertig. Gut, das ist jetzt, weil ich es schon mal eingerichtet habe, tatsächlich geht es relativ schnell. Beim ersten Mal sucht er das Band 5 noch einen kleinen Moment und dann müsst ihr hier die Kopplungsanfrage bestätigen auf dem Display des Fitness-Trackers. Aber das, wie gesagt, das funktioniert, das kriegt ihr hin, das ist total einfach. Auch für technisch nicht so Geübte überhaupt kein Problem. Ja, die Einstellung hier zum Honor Band 5 in der Huawei Health App schauen wir uns auch mal an. Hier gibt es die Möglichkeit, True Sleep zu aktivieren. Das ist so eine Schlafüberwachung, könnt ihr natürlich auch ausschalten. Wer weiß, wo die Daten landen. Da muss man natürlich sich darüber im Klaren sein, dass da eventuell das in Hände gerät. Na, ich weiß, ich lasse es mal weg, man weiß es nicht. Aber ich bin da mal so ein bisschen vorsichtig, um ehrlich zu sein. Dann gibt es hier auch die kontinuierliche Herzfrequenzmessung. Das kann ich ja mal zeigen. Ich binde mal meinen Fitness-Tracker um hier, das Band 5. Und dann gehen wir mal hier in den Bereich Herzfrequenzmessung. Ich tippe da drauf, wird gemessen. So, jetzt muss ich natürlich meinen Arm möglichst ruhig halten. Bitte halten Sie still. Da könnt ihr euch hier so ein animiertes Herz sehen. Das pumpt dann so ein bisschen. Und ja, das dauert einen kleinen Moment. Jetzt habe ich gerade, bin offensichtlich gerade etwas aufgeregt. 82 Herzschläge pro Minute. Das dauert so ungefähr, ein paar Sekunden dauert das, diese Messung. Können wir ja mal weiter messen lassen, ist auch egal. Auf jeden Fall wird dann danach die Herzfrequenz hier übertragen an die Health-App von Huawei. Und dann könnt ihr hier, das ist halt so eine Aufzeichnung, sehen, wann ihr welche Herzfrequenz hattet. Das ist doch irgendwie für medizinisch Interessierte eine ganz angenehme Angelegenheit. Ja, wir waren bei den Einstellungen. Ich gehe nochmal hier auf das Gerät. So, mittlerweile ist hier dann auch die Messung beendet. Könnt ihr auch nochmal kurz schauen und dann geht das Gerät wieder zurück. So, warum auch immer. Jetzt muss ich es nochmal koppeln. Da ist wohl irgendwas schiefgelaufen eben. Egal. Wir waren gerade bei den Einstellungen, dann machen wir mal weiter. Also wie gesagt, ihr könnt hier diese Herzfrequenzmessung aktivieren, ihr könnt hier einen Wecker stellen, wenn ihr wollt. Nicht stören, Benachrichtigung, das ist natürlich eine wichtige Angelegenheit. Hier könnt ihr genau einstellen, welche Apps Benachrichtigung hier an euer Honor Band 5 schicken dürfen. Das finde ich sehr, sehr super, muss ich sagen. Da kann man dann halt sagen, ich möchte alle WhatsApps bekommen oder alle E-Mails oder was auch immer. Ihr könnt ja sehen, was ich hier so eingestellt habe. Das könnt ihr, je nachdem, welche Vorlieben ihr habt, hier einstellen. Und dann ist es tatsächlich so, wenn ihr zum Beispiel eine E-Mail bekommt, dann wird die E-Mail hier angezeigt, je nach Nachrichtentyp. Also zum Beispiel bei der E-Mail wird nur der Betreff angezeigt, aber immerhin, ihr könnt schon mal sehen, ihr habt eine E-Mail bekommen und ihr seht auch von wem. Und dann könnt ihr halt entscheiden, ob ihr euch jetzt die E-Mail auf eurem Smartphone angucken wollt oder nicht. Bei kleineren Nachrichten, zum Beispiel WhatsApps, könnt ihr auch schon den ersten Anfangstext lesen. Manchmal sind ja die WhatsApp-Nachrichten auch sehr kurz und dann kann man es halt direkt hier lesen, ohne das Smartphone rausführen zu müssen. Das ist doch ganz angenehm. Ja, Musikwiedergabesteuerung, auch das kann ich ja mal zeigen. Ich mache jetzt einfach mal hier Spotify an und starte ich hier mal eine Wiedergabe. Das läuft jetzt, ich habe es jetzt leise gemacht, damit ich hier keine Urheberrechtsverletzung begehe. So, und jetzt könnt ihr hier auf eurem Honor Band 5
nach oben scrollen und dann seht ihr, hier läuft die Musik und dann könnt ihr hier skippen. Ja, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ihr könnt hier zum nächsten Song skippen, ihr könnt hier die Lautstärke einstellen und auch den Song anhalten zum Beispiel. Und das funktioniert wirklich super, muss ich sagen. Also da, wenn ihr das Smartphone in der Tasche habt und ihr hört Musik, könnt ihr tatsächlich, na, halt die Klappe, könnt ihr tatsächlich wunderbar hier euer Honor Band 5 benutzen, um die Musik zu steuern. Ja, genau. Das soll es mal gewesen sein hier zum Honor Band 5. Also ihr seht schon, hier gibt es natürlich noch jede Menge mehr Funktionen. Das will ich jetzt aber nicht zeigen. Da müsste man eigentlich ein eigenes Video zu drehen. Es gibt hier wirklich unheimlich viele Geschichten, die man einstellen kann. Wenn ihr zum Beispiel hier ein Lauftraining gemacht habt, könnt ihr euch hier auch anschauen, wo ihr gelaufen seid und wie lange und wie weit und wie schnell und wie der Puls dabei war und weiß der Teufel was. Also das ist doch sehr, sehr, ja, ausgefeilt. Ja, dann gucken wir uns hier nochmal die Watchfaces an. Ich tippe hier mal drauf. Ah nee, das geht auch nur über die App. Müssen wir nochmal eben hier raufgehen. Gerät. So, Honor Band 5. Und dann seht ihr hier die sogenannten Watchfaces, also man könnte auch sagen die Ziffernblätter. Und dann könnt ihr euch hier eben irgendwelche vorinstallierten Watchfaces auswählen. Oder aber, wenn ihr wollt, könnt ihr auch zusätzliche welche herunterladen. Die meisten sind kostenlos, gibt auch welche, die ihr bezahlen müsst, aber im Grunde genommen spielt das auch keine Rolle. Also da sind genug dabei, finde ich, die auch wirklich ganz schick sind. Ich suche jetzt mal die voreingestellte. Welche war denn das? Na, hier unten, genau. Da tippe ich mal drauf so und jetzt sage ich als Standard festlegen. Und siehe da, wie von Geisterhand ist denn hier quasi eine andere Watchface installiert. Also das ist wirklich ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Smoke heißt die auch noch. Da werdet ihr schon irgendwas finden, was eurem Geschmack entspricht. Ja, die Wischgesten hier funktionieren auf dem Honor Band 5 in zwei Richtungen, und zwar von oben nach unten und von links nach rechts. Wir gehen einmal durch, von unten nach oben. Na, falsche Richtung, zurück. Das ist übrigens hier der einzige Knopf, mit dem man zusätzlich noch was steuern kann, der Zurückknopf quasi, oder damit könnt ihr auch das Smartphone, das Honor Band 5 zum Leben erwecken. So, jetzt gehen wir mal durch. Das sind die Schritte, die ich heute gemacht habe. 102 Herzfrequenz haben wir eben schon gesehen. Das hier ist der Blutsauerstoffmesser, na, den will ich auch mal zeigen, weil das halt eine Option ist, die neu hinzugekommen ist beim Honor Band 5. Die gab es beim Honor Band 4 noch nicht. Da drücken wir mal drauf. Und jetzt ist es ähnlich wie bei der Herzfrequenzmessung. Jetzt soll ich halt gefälligst meine Hand ruhig halten. Und jetzt wird gemessen der Sauerstoffgehalt im Blut. Frag mich bitte nicht, was das jetzt klinisch, medizinisch zu bedeuten hat. 96%. Und da unten wird jetzt auch die Herzfrequenz angezeigt. Ich habe aber gelesen, dass quasi alle Werte über 90% gut sind. Und wenn es dann weniger wird, dann weiß man, dass man gleich ohnmächtig wird. Nein, kleiner Scherz. Ich weiß es wirklich nicht so genau. Müsst ihr mal nachlesen, was das jetzt für eine medizinische Bewandtnis hat. Kann ich euch leider nicht sagen. So, dann machen wir mal weiter. Herzfrequenz, das haben wir gesehen. Das ist die Schlafsteuerung. Hier gibt es die Workouts. Hier könnt ihr unterschiedliche Trainings starten vom Honor Band 5 aus. Laufen, Indoor, Outdoor zum Beispiel. Gehen ist dabei. Ne? So ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, jetzt für mich hier, weil die Kamera so schräge steht. Ich versuche es trotzdem mal zu zeigen. So, nochmal. Da tippe ich dann immer schön daneben. Gehen, Laufen, Gehen Indoor, Gehen Outdoor, Radfahren. Ja, könnt ihr es auch nicht sehen, wenn ich ja meine Hand drüber halte. Ist ein bisschen schwierig. Also es gibt ja diverse Trainings, die ihr hier starten könnt. Und wenn es dann losgehen soll, dann tippt ihr hier drauf. Hopp. Und dann gehen sie hinaus. Okay, dann merkt er, dass ich jetzt Indoor bin. Wie auch immer. Jedenfalls wird dann quasi von hier aus der Workout gestartet. Und das Schöne ist, ihr müsst euer Smartphone dann auch nicht dabei haben. Das heißt, die Daten werden hier aufgezeichnet. Und allerdings leider nicht die GPS-Daten. Dieses Honor Band 5 hat kein GPS an Bord. Das heißt, wenn ihr unbedingt wissen wollt oder aufzeichnen wollt, wo ihr gelaufen seid, dann müsst ihr euer Smartphone tatsächlich mitnehmen. Und dann wird auch das natürlich aufgezeichnet. So, was haben wir hier noch? Mehr, ne? Ist gar nicht, ich habe echt so ein bisschen Schwierigkeiten hier. Nachrichten, das sind die eingehenden Nachrichten.
Naja, jetzt habe ich gerade keine, aber wenn es welche gäbe, könnte man hier nach links wischen, dann könnte man sich die nochmal angucken. Okay, und jetzt haben wir auch alle Optionen gesehen, dann gibt es hier noch mehr. Da könnte ich einen Timer starten, eine Stoppuhr und auch das Telefon suchen, wenn das Telefon gekoppelt ist und ich hier drauf tippe, dann klingelt halt das Telefon. Und ja, ich denke mal, das war es so im Wesentlichen zu den Funktionen. Ich schaue mal hier auf meinen schlauen Zettel. Ja, im Grunde genommen war es das tatsächlich. Was ich noch sagen möchte, ich habe jetzt das Honor Band 5 hier etwa eine Woche getestet. Was mir aufgefallen ist, ich habe halt auch parallel teilweise hier meine Huawei Watch GT daneben gehabt am anderen Arm. Und da ist mir aufgefallen, dass die Schrittzählerüberwachung hier doch sehr, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen übertrieben ist, sehr positiv. Das heißt, es werden da einfach ein paar Schritte hinzugeschummelt. Die ist nicht ganz so genau, habe ich das Gefühl, wie jetzt bei anderen Fitness-Tracker, was natürlich ein bisschen schade ist, weil das natürlich eine wesentliche Funktion ist bei diesem Gerät. Ja, ansonsten bin ich aber echt recht begeistert, muss ich sagen. Ich finde, das Honor Band 5 hat, ja, was die Funktion angeht, wirklich kaum weniger zu bieten als jetzt teurere Smartwatches zum Beispiel oder andere Fitness-Tracker. Für 30 Euro ist das echt ein ziemlich guter Deal. Ja, was man sich halt überlegen muss, bevor man das Gerät kauft, ist, ob man mit dem Design hier klarkommt. Wie gesagt, es ist sehr schmal, dafür aber auch schön leicht. Und ja, insgesamt wirklich für 30 Euro kann man da ja eigentlich auch relativ wenig falsch machen. Also, wenn ihr noch zu Weihnachten einen Wunsch frei habt und noch keine Smartwatch habt oder keinen Fitness-Tracker, dann solltet ihr euch das mal überlegen. Wie gesagt, es ist kompatibel mit allen Android-Smartphones ab Android 4.4 und auch mit iPhones ab iOS 9.0. Ja, das soll es mal gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt bei diesem Video und was erfahren zu diesem Smart Tracker von Honor. Damit grüße ich euch und sage Tschüssinger, bis bald.